Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit eingeschaltet habt. Heute habe ich euch mal was zum Thema Instagram-Betrug mitgebracht. Zu diesem Thema habe ich selber jede Menge Erfahrung sammeln können. Nicht, weil ich auf diesen Betrug reingefallen bin, sondern weil die Betrüger mich doch ziemlich oft kontaktieren. Denn sobald man auf Instagram regelmäßig Beiträge hochlädt und sie ein kleines bisschen Reichweite erreicht haben, das heißt nicht nur ein-, zweimal, sondern zwei-, dreimal mehr angeklickt wurden, melden sich schon ziemlich schnell Betrüger direkt per Postfach. Manchmal auch als Kommentar direkt unter eurem Beitrag, aber doch immer häufiger als persönliche Nachricht. Instagram merkt relativ schnell, dass irgendwas an den Nachrichten nicht in Ordnung ist. Dementsprechend werden die Nachrichten direkt von eurem Hauptordner in den allgemeinen Ordner verschoben und man bekommt die neuen Nachrichten nicht sofort mit. Das könnte unter anderem daran liegen, dass die Person, die euch hier anschreibt, ziemlich häufig fremde Menschen anschreibt. Daran lässt sich sicherlich im Algorithmus von Instagram erkennen, dass da irgendwas vielleicht Spam sein könnte. Doch die Nachrichten kommen leider durch. Ab und zu auch mal direkt in den Hauptordner eurer Nachrichten, doch immer mehr und häufiger ja im Spam-Ordner. Wie diese Nachrichten dann aussehen, das zeige ich euch nun in diesem Video und anhand mehrerer Beispiele. Hier werde ich beispielsweise sehr höflich angeschrieben. Hi, wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Möchten Sie Ihr Facebook, Instagram, Twitter, Twitch erweitern? YouTube, Spotify, Soundcloud, Grafikdesigner, TikTok, Grafikdesigner? Zweimal, warum es auch immer zweimal im Text steht, Webdesign oder Webentwicklung. Kann ich Ihnen helfen? Auf solche Nachrichten solltet ihr überhaupt nicht erst eingehen. Blockiert die Benutzer. Ignoriert, was sie schreiben. Antwortet dort gar nicht erst. Bei mir, dadurch, dass es ein Social-Media-Postfach ist, was ja doch relativ hoch frequentiert ist, dadurch, dass ihr mir dort auch schreibt, habe ich dort eine automatische Nachricht, die natürlich erstmal direkt antwortet. Es steht auch automatische Nachricht oben drüber. Manchmal schreiben die Betrüger hierzu dann kuriose Antworten, weil sie denken, ich habe denen geantwortet, obwohl automatische Nachricht drüber steht. Die Betrüger, die sich hier oftmals melden, schreiben in den wenigsten Fällen Deutsch. Meistens werdet ihr hier in englischer Sprache angeschrieben. Diese komische Nachricht beinhaltet hier lediglich Hi, wie geht's dir? Hier wurde auf meine Story geantwortet, also direkt auf die Story im Instagram-Verlauf. Tja, dass das hier nichts Seriöses sein kann, verrät ja eigentlich schon, dass ich grundsätzlich nur Videos in deutscher Sprache mache und dann wohl auch eher sich Leute in deutscher Sprache bei mir zurückmelden, wenn sie direkt auf meine Nachrichten antworten. Hier habe ich euch mal noch einen kleinen Ausschnitt aufgehoben. Hallo, rotes Herz. Ich sehe Ihren YouTube-Kanal und Ihre Videos in Qualität und Inhalt. Ihrer Videos sehr gut. Aber Ihre Videos müssen für Ihren Erfolg beworben werden. Willkommen bei den besten erschwinglichen YouTube-Video-Werbediensten. Suchen Sie nach einer sicheren, echten und aktiven YouTube-Werbung ohne jegliche Art von Betrug oder Bots? Dafür sind Sie am besten aufgehoben. Ich werde Videos auf verschiedenen Social-Media-Plattformen bewerben, in denen Ihre Videos viel Exponierung erhalten. Ich werde eine nützliche Marketingstrategie für Sie entwickeln, um großes Publikum für Sie anzuziehen. 1000 Aufrufe in nur 3 Tagen für nur $15. 5000 Aufrufe für nur 55 Euro, also Dollar, in 5 Tagen. 10.000 Aufrufe für nur $105 in 10 Tagen. Dass das nur Betrug sein kann, sollte eigentlich klar sein.
Mal ganz davon abgesehen, dass das hier definitiv nicht von Menschen gepostet wird, also die Werbung, die mir hier versprochen wird, natürlich stecken da Bots hinter. Als ob da sich ein Mensch hinsetzt und euch 10.000 Aufrufe generiert. Kompletter Blödsinn. Werben tun die für euch auch nichts. Wenn man Glück hat, dann kriegt man die Aufrufe, die hier versprochen werden. Doch in den meisten Fällen ist es so, dass ihr dort Geld überweist und dann passiert überhaupt nichts. Ihr seid das Geld nur los, aber die Aufrufe erhaltet ihr nicht. Und mal angenommen, ihr erhaltet die Aufrufe dann doch. Nun ja, die Social Media Plattformen, unter anderem YouTube, Facebook, Instagram und so weiter, tja, die stehen nicht unbedingt auf Bots. Auch wenn hier davon gesprochen wird, dass man hier keine Bots einsetzen wird. Das Ergebnis ist allerdings trotzdem, dass ein Bot euch die Aufrufe, ja, erzielt oder generiert. Nur das ist halt auf den Plattformen nicht erlaubt. Das könnte unter Umständen dazu führen, dass ihr sogar selbst komplett von der Plattform ausgeschlossen werdet, da das eine Art von Betrug ist. Nicht nur, dass ihr vielleicht hier betrogen wurdet, selbst wenn es nicht Betrug ist und ihr bekommt diese Leistung, dann habt ihr allerdings Instagram zum Beispiel betrogen. Denn Bot-generierte Aufrufe verfälschen ja letztendlich das Ergebnis von eurem Kanal und führt zur Täuschung. Hier habe ich noch ein Beispiel für euch. Hallo, ich bin YouTube-Marketing-Experte. Ich werde YouTube SEO, was auch immer damit gemeint ist, zusammen mit der Steigerung der Abonnenten und Videopromotion betreiben. Egal wie großartig ihr Video ist, wenn sie nicht die richtige SEO- und Keyword-Recherche für ihren Titel, ihre Beschreibung, ihre Tags und mehr durchgeführt haben, erhalten sie keine Aufrufe. Aber keine Sorge, Hilfe ist unterwegs. Ich habe mehr als 3 Jahre Erfahrung mit YouTube-Marketing. Ich kenne verschiedene Geheimtipps, Tricks und richtige Richtlinien sehr gut. Kurzum habe ich ein YouTube SEO-Projekt für meine Kunden abgeschlossen. Jetzt biete ich ihnen meine Dienste an. Und das war's mit der Nachricht. Ja, also hier will man mir auch wieder bei den YouTube-Videos helfen, dass ich mehr Aufrufe erziele. Wobei ist jetzt hier natürlich die Frage. Ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn ich jetzt hier antworten würde, möchte man garantiert wieder Geld für diese Dienste haben, auch wenn es in der ersten Nachricht so noch nicht steht. Weil gerade ganz davon abgesehen, das Ganze hier ist ungefragte Werbung. Ich habe nicht danach gefragt, dass ich Hilfe brauche. Die bieten das hier einfach an, und zwar relativ penetrant. Die Nachrichten, die ich euch hier heute aufgehoben habe, sind relativ wenige. Doch es kommen hier permanent solche Nachrichten rein. Und hier noch ein ganz kleines Beispiel. Hallo, ist das dein YouTube-Channel? Tja, dass das sicherlich wieder in irgendeinem Verkaufsgespräch enden soll, hat schon mit der Sprache zu tun. Der schreibt mich hier auf Englisch an. Der YouTube-Kanal ist allerdings vollkommen auf Deutsch. Auch die Texte dazu. Also englische Texte verfasse ich überhaupt nicht und setze sie unter die Videos. Das heißt, es ist sehr kurios, warum ich überhaupt von einem englischsprachigen Menschen angeschrieben werde. Tja, das Einzige, was ich hier bei solchen Sachen empfehlen kann, wenn ihr das hier bekommt, meldet diese Beiträge, dass diese Personen letztendlich von Instagram und Facebook und wo ihr diese Nachrichten bekommt, auf TikTok passiert das auch relativ häufig, dass diese Personen von der Plattform ausgeschlossen werden. Wie man diese Personen meldet und blockiert, zeige ich euch nun. Ihr drückt einfach direkt auf den Namen des Benutzers, scrollt ein bisschen runter, drückt dann auf Blockieren. Markiert natürlich nochmal, dass ihr auch keine weiteren Konten von dieser Person akzeptieren möchtet und blockiert dann den Account. Danach meldet ihr dieses Profil. Klickt also auf Melden, sucht euch Scam oder Betrug beispielsweise heraus und meldet diesen Vorfall. Danach bleibt eigentlich nur noch übrig, das Ganze aus eurem Konto zu löschen, da ihr damit schließlich nichts weiter zu tun haben möchtet. Und schon seid ihr fertig und das war's dann. Das
sollte lediglich die Antwort darauf sein. Schreibt hier gar nicht erst zurück, denn am Ende bringt es sowieso nichts, sich mit den Scammern auseinanderzusetzen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine dieser Maschen hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir darüber gemeinsam aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen eben auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.